Guten Tag und willkommen beim Wetter. Am Mittwoch erwartet uns wieder ein strahlend sonniger Tag mit einem nahezu wolkenfreien Himmel. Der Tag startet mit Frühnebel, der sich aber rasch auflöst. Die Temperaturen klettern auf bis zu 29 Grad. Das Wetter wurde Ihnen präsentiert von der Herbstmesse in Dornbirn. Vorarlberg Live, heute mit Birgit Entner-Gerold. Der 54. Russpreis ist verliehen. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live. Es ist Dienstag, der 5. September und wir befassen uns heute mit einem Lebenswerk. Genauer gesagt dem außerordentlichen Engagement von Anton Kuttner. Er ist besser bekannt als Husky Toni und er ist der 54. Träger des Dr. Toni und Rosa Russpreises, der gestern Abend für Husky Tonis Kindertraum verliehen wurde. Was es damit auf sich hat und welche Wünsche Anton Kuttner an seine Zukunft hat, das darf ich nun mit ihm besprechen. Einen schönen guten Abend. Guten Abend. Herr Kuttner, vielleicht erzählen Sie uns einmal kurz, was denn hinter Husky Toni und Husky Tonis Kindertraum steckt. Ja, das ist schon fast 30 Jahre her. Da habe ich meine ersten Huskys gehabt. Und dann haben schnell mal ein Kind vom Dorf mir immer Husky Toni zugerufen. Dann habe ich mir gedacht, oh, klingt gut, der Name, den kann sich jeder merken. Dann habe ich 1999 den Gewerbeschein gelöst, ein bisschen angefangen mit den Hunden nebenbei zu arbeiten. Und so hat sich das Ganze entwickelt, dass ich seit 13 Jahren schon hauptberuflich das mache, mit den Huskys auf der Dschängler, teilweise auch in Schweden. Und arbeite schon ewig lang zusammen mit Stunde des Herzens. Wir geben für Leben an. Wir sind ein tolles Trio. Und mache mit Kindern, die es nicht so gut haben im Leben, die im Moment schlimme Lebenssituationen haben, machen wir eine schöne Stunde auf der Dschängler, manchmal auch eine ganze Woche in Schweden. Und das ist mein Kindheitstraum. Deshalb heißt der Verein auch Husky Toni Kindertraum, weil es mein Kindheitstraum ist. Und wo ich klein war und schwer krank, da habe ich einmal ein Buch gekriegt von meiner Mama mit Hunderasse. Ich habe immer schon einen Hund wählen. Und dort habe ich einen Husky gesehen mit blauen Augen. Und der hat so viel Freiheit ausgestrahlt und ich bin eingesperrt gewesen im Krankenhaus ein Jahr lang. Und dann habe ich mir so sehr einen Husky gewünscht und vor vielen Jahren den Wunsch erfüllt. Und das möchte ich auch dem Kind zeigen, dass es Hoffnung gibt mit den Huskys. Ein Husky hat auch eine faszinierende Ausstrahlung, Freiheit, Natur. Und da machen wir ganz tolle Erlebnisstunden mit den Kindern. Ich sehe gerne dazu auch mit einer therapeutischen Wirkung, weil durch das Streicheln, durch mal ein paar Stunden Abstand zum Alltag, verlieren Kind die Angst. Oder denken einmal nicht ans Krankenhaus. Und so haben wir ganz tolle Erlebnisstunden. Was ist denn das Faszinierende an den Huskys? Haben sie auch einen speziellen Charakter, eben so, dass sie gut auf Kinder wirken, dass sie gut auf Kinder auch zugehen können oder zusammenarbeiten, zusammenspielen können? Ja, der Schlitterhund generell ist die älteste Hunderasse der Welt. Und man hat vom Anfang an immer mit den Hunden züchtet, wo zühen und wo lieb sind. Weil man hat früher die Hunde, die Huskys, mit ins Zelt reingenommen, ins Iglu reingenommen. Und da kann man nicht gerade Hunde brauchen, die an Schnappen oder böse sind. Deshalb ist eine ganz liebe, ursprüngliche Hunderasse entstanden mit viel, viel Natur. Sie spüren unglaublich viel. Sie spüren, ob Kinder krank sind, ob sie Angst haben oder wenn sie unsicher sind. Und das fühlen Kinder genauso. Und deshalb ist da so eine magische Wirkung da. Wie geht es Ihnen denn im Zusammenleben mit den Huskys? Ja, meine, das ist der schönste Beruf der Welt. Hätte nie gedacht, dass ich einmal davon leben kann. Und ich fühle mich wohl dabei. Am schönsten ist es, wenn ich auf dem Hundeschlitten stand. Es ist ein Team. Es ist eine Band zwischen den Huskys und zwischen mir, wo man schwer erklären kann. Wir sind ein Team,
sie kennen meine Stärken, meine Schwächen, nützen das manchmal auch schamlos aus. Und ich kenne auch jeden Hund natürlich einzeln. Jeder hat einen Charakter und so holt man das Optimale aus, wenn man eine übersichtliche kleine Firma hat wie wir und jeden Hund dort einsetzen kann, wo er gern arbeitet. Sie haben 16 Huskies. Wie schwierig ist es denn, sich um so viele Hunde zu kümmern? Ich habe nachgelesen, Huskies brauchen sehr viel Auslauf, brauchen sehr viel Aufmerksamkeit auch. Wie schafft man das mit 16 Hunden? Ja, also das ist eine gute Frage. Das ist ja mein Job, Gott sei Dank, weil es sehr viel Arbeit ist. Früher habe ich nebenbei mein Hobby gehabt oder mein Nebenberuf. Dort habe ich auch noch im Spital gearbeitet, im OP. Und habe schon gemerkt, dort haben wir immer so 5, 6 gehabt, das ist noch gegangen. Aber gerade so ein großes Rudel, je größer das Rudel wird, desto mehr Eigendynamik kommt ins Rudel rein und desto mehr Disziplin braucht so das Rudel. Und wenn ich im Gehege bin, bei der Hund oder im Schlittenfahrer, dann muss ich schon schauen, dass ich der Chef bin, sonst haben wir ein Alpha-Tier. Und das ist natürlich viel Arbeit. Gerade wenn wir jetzt einen Hund kriegen, der älter ist. Wir haben noch Huskies aus dem Tierheim, habe ich schon einmal geholt, von Leuten, die es leider nicht mehr halten können. Und dann musst du die integrieren und das ist dann richtig viel Arbeit. Also besser ist es immer, einen kleinen Hund nehmen, der gewöhnt sich ans Rudel automatisch, lernt von den anderen mit, lernt Kommandos. Und ja, es ist mein Job, ein wunderschöner, weil man immer in der Natur draußen ist. Und Freunde hat. Das sind nicht nur Mitarbeiter, es ist ein Teil von unserer Familie und ein guter Freund zu mir. Wenn wir jetzt an diesen Sommer denken, er hält ja auch noch an, wie gehen denn die Huskies auch mit den heißen Temperaturen um? Ja, das macht ihnen natürlich zum Schaffen, wie mir genauso oder anderen Hunden. Wir haben alles bespannt übers Gehege. Schauen immer, dass ich da mit dem Wasser alles absprenkle. Und ein großer Vorteil haben wir in Schweden ein Häusle. Und da sind wir dann in der warmen Zeit, gerade jetzt, vor ein paar Wochen, sind wir in Schweden da mal gewesen, haben kühle Temperaturen gehabt, 10, 12, 15 Grad. Und haben da mal in Nordschweden, wo wir das Häusle haben, die Hunde schon trainiert. Und Hunde habe ich gehört, hat es 35 Grad gehabt. Bin froh gewesen, dass ich da mal war mit. Sie fahren ja auch eben regelmäßig, wie Sie erwähnt haben, mit Kindern und deren Eltern nach Schweden. Was machen Sie denn in Schweden und wie oft sind Sie denn mit Husky Tonis Kindertraum in Schweden? Ja, also ich persönlich bin ein paar Mal da im Jahr mit dem Kindertraum immer August, Anfang September. Das ist die Zeit, wo es weniger Mucke hat und wo es schon kühlere Temperaturen hat. Aber der Herbst ist da schon voll im Gange. Der ist immer ein paar Wochen früher noch. Und die Familien, die können eigentlich hauptsächlich mit dem Flugzeug rauf. Ich hole sie dann ab am Flughafen. Es gibt auch welche, die dann mit dem Auto schon angereist sind oder mit dem Wohnmobil. Und dann verbringen wir eine ganz tolle Woche da. Ohne Fernseher, ohne Radio, ohne Medien. Wir haben ein ganz schlechtes Internet. Und so können auch Kind und auch ihre Eltern richtig die Zeit geniessen miteinander. Weit weg vom Alltag, mit dem Wegele fahren, wandern mit der Huskies, Bärle pflücken, am Lager für kochen, Kanu fahren, richtig Zähle baumeln lassen, wir schlafen aus, frühstücken, wenn wir rauffahren. Und so mache ich schon ganz viele Jahre, seit 2016 mit Familien in Schweden, so eine Schwedenwoche. Worauf freuen Sie sich denn immer am meisten, wenn Sie vor dieser Schwedenwoche stehen? Am meisten freue ich mich auf die Ruhe. Sie kennen mir da Hunde in Mitteleuropa nicht. Es ist da natürlich, weil wenig Besiedelung da ist, ist es automatisch ruhig. Aber auch die Leute, die man kennt, die sind ganz anders da. Die reden ganz langsam, die nehmen sich Zeit und sind sehr feinfühlig. Und das gefällt mir an Schweden da, an Nordschweden, dass ich mich spüre in Schweden, weil ich selber zur Ruhe komme nach ein paar Tagen. Und das merke ich auch bei meinen Gästen und meiner Familien, Kindertraumfamilien, dass sie nach 2, 3 Tagen richtig müde werden. Weil der Körper runterfährt
Und dann, ja, und das ist natürlich ganz anders als bei uns da. Nun haben Sie ja den Russpreis erhalten. Was bedeutet diese Auszeichnung denn für Sie und Ihr Lebenswerk? Ja, also wir sind alle ganz baff gewesen. Wer erwartet sowas? Also eine Auszeichnung ist natürlich eine riesengroße Anerkennung für uns. Für uns rede ich von meiner Frau und von mir, weil wir zusammen den Preis kriegen. Ich stand auf der Bühne, aber wir haben zusammen den Kindertraum gegründet. Und hoffe, dass ich durch einen Preis und durch einen Film in die Richtung komme, dass ich viel mehr mit Kindern schaffen kann. Das wäre mein Traum. Weil wir machen auch viele andere Sachen, Firmen-Events und so weiter. Und ich merke einfach, dass es nicht das richtige Leben für mich ist. Ich möchte mehr mit meiner Zeit mit Kindern verbringen, denen das gut tut. Was hat denn die Bekanntgabe, dass Sie den Russpreis erhalten, schon verändert? Gab es schon mehr Anfragen? Haben Sie mehr Spenden erhalten? Wie war die Zeit nun seit circa Mitte Juli? Ja, also da, wo das in der Zeitung gestanden ist, da sind am Morgen um 5 Uhr, habe ich gesagt, ich bin später aufgestanden, sind schon die ersten Glückwünsche gekommen mit SMS, mit WhatsApp, halt mit allem, was man so hat. Oh, zwei ganz tolle Briefe habe ich gekriegt. Und nur positive Nachrichten, also das hat mich irrsinnig gefreut. Auch heute noch kriege ich Nachrichten. Und ja, und ich hoffe, dass der eine oder andere, dass ihm das taugt und spendet. Hat Sie die Popularität des Preises überrascht? Ja, sehr. Man hat mich schon gewarnt, also da wird es den Runker, hat es geheißen. Ich kenne ja Russpreisträger. Susanne Marosch zum Beispiel, Geben für Leben, wo wir zusammen arbeiten, weil sie mit mir zum Tor hat, die Leukämie-Hilfe, was sie der Verein hat und durch meine Krankengeschichte. Die hat schon gesagt, wirst du schon sagen, Toni, da scheppert das Telefon und so war es. Genau so war es und wunderschön, weil es eben eine Anerkennung ist für uns. Was bedeutet für Sie denn, weil Sie es angesprochen haben, die Zusammenarbeit mit Susanne Marosch eben und auch mit Joe Fritzsche? Das Schöne ist, wir machen das schon viele, viele Jahre, man kann sagen fast Jahrzehnte. Und es ist eine Zusammenarbeit ohne Konkurrenzdenken. Und ich denke, man sollte viel mehr miteinander tun, als wir für sich selber da umeinander gucken. Weil zusammen erreicht man viel mehr. Und auch wenn wir unsere Treffen haben, wir haben Leukämietage. Das heißt, es kann an dem Tag mehrere Familien mit Kindern mit Leukämie. Das Schöne ist, dass sie untereinander zum Schwätzen kommen, sagen, dass Susanne da ist, wo hilft, der Joe ist da, wo hilft. Ich durch meine Lebensgeschichte kann vielleicht auch noch ein bisschen Hoffnung spenden. Und das sind immer so tolle Erfahrungen. Meine Familie ist auch immer wieder mal dabei, zum Helfen, zum Dabeisein einfach. Und was ich sagen will, ist, man soll das Leben erleben und den Moment genießen. Es kann so schnell gehen. Sie haben die Erfahrung selbst gemacht. Sie sind als Bub an Leukämie erkrankt. Eben aus dieser Erfahrung stammt auch der Wunsch von Husky Tonis Kindertraum, genau, ja, sozusagen. Wie sehr und wie lange hat Sie denn diese Erkrankung belastet? Wie war denn die Aufarbeitung? Wie lange dauert das? Die Aufarbeitung, die dauert ein Leben lang. Man vergisst es nicht. Ich habe ja auch mit Kindern zu tun, die eine Leukämie haben. Und die Ängste sind immer da. Hoffentlich kriege ich es nicht wieder. Das habe ich auch gehabt. Und auch immer noch. Und mit dem, was ich mache und versuche, den Kindern zu geben, möchte ich ihnen die Angst nehmen und die Hoffnung geben, dass alles gut wird. Da steht einer. Ich bin einer der Ersten, der mir Knochenmark transplantiert hat überhaupt. Ich weiß nicht, wie viel das von meinen Vorgängern noch leben. Und lebe eben dadurch auch sehr bewusst. Und schaue nach vorne. Sie haben auch gesagt, dass Sie künftig noch mehr für Kinder da sein wollen. Was bedeutet das nun für die Einteilung Ihres Berufslebens, auch für den kommerziellen Teil? Wie werden Sie in Zukunft Ihr Angebot gestalten?
Ja, also ich habe jetzt schon mir vorgenommen, mit dem Joe geredet. Es gibt jeden Sonntagnachmittag einen Kindertraum-Nachmittag, weil es extrem angezogen hat mit den leukämiekranken Kindern in Vorarlberg. Erschreckend. Und mir kommen gerne immer nachher, oder ich komme gerne immer nachher, solche Wünsche zu erfüllen. Und das ist eben für mich ein Herzensanliegen, dass ich wirklich der Kinder, wo man es verspricht, das machen kann. Die Corona-Zeit war eine furchtbare Zeit, wie wir alle wissen. Da haben wir es Kindern versprochen und wir haben fast 2 Jahre lang nichts machen dürfen. Und viele haben es gerne nicht mehr erlebt von diesen Kindern. Und für mich ist es natürlich auch eine Sache, ich bin der Husky-Tani, ich verdiene mit meinem Job, mit der Huskys Geld. Und kann eigentlich nicht so mit dem Kind arbeiten, wie ich will, weil wir ja Geld verdienen müssen. Und unter der Woche haben halt wenige Zeit, dort wo ich jetzt wieder Zeit hätte. Und darum versuche ich durch meine Bekanntheit, was jetzt kriegt Hoscher oder kriegt Würner durch einen Kinofilm, dass wir einmal nur noch solche Sachen machen können. Das wäre mir für mich ein Traum. Also das kommerzielle Angebot auf 0 und der Kindertraum auf 100. Genau, so quasi, ja. Gutscheine, ja. Neue Einlöse und mit dem Kind. Momentan, Sie haben es jetzt öfters erwähnt, entsteht ja ein Kinofilm oder ein Film über den Kindertraum. Was erwartet uns hier? Sind Sie da schon in den Dreharbeiten? Ja, die haben wir schon abgeschlossen. Also es war jetzt, die Geschichte fängt vor 3 Jahren an. Da habe ich vom Uli Grimm ein Husky geschenkt gekriegt. Und der ist zufällig auch der Regisseur von unserem Film. Er hat sich noch ein paar Monate gemeldet und dann hat er gesehen, du, ich habe erfahren, dass du mal krank gewesen bist und dass du mit Kindern arbeitest. Und ich finde das so eine tolle Sache. Machen wir da einen Film drüber. Zuerst habe ich gesagt, nein, das brauche ich nicht, weil ich weiß, was das Aufwand ist. Und dann haben wir doch Gedanken gemacht und mit ihm nochmal geschwätzt. Und gesagt, ja, das können wir machen. Aber in eine Richtung, wo der Kindertraum im Vordergrund steht. Und so machen wir jetzt einen Film über mein Leben. Ich habe ein sehr bewegtes Leben hinter mir. Lebe immer noch. Und über unseren Verein, der Kindertraum. Wir haben jetzt 4 Drehblöcke gehabt. Im Jänner in Vorarlberg, im März in Schweden, im Juli wieder in Vorarlberg. Und jetzt gerade letzte Woche sind wir abgereist am Donnerstag. Haben wir den letzten Drehblock gedreht in Schweden damals. Mit einer Familie, mit der Amelie. Sie ist heute 7 Jahre alt geworden. Und sie hat schon seit ein paar Jahren Leukämie. Aber es schaut gut aus. Sie ist eine kleine Kämpferin. Und das Besondere an dem Film ist, es ist ein Kinodokumentarfilm, wird aber gemacht wie ein Spielfilm. Und es ist alles wahr. Es spielen alles authentische Menschen mit. Meine Frau ist meine Frau, meine Tochter, meine Tochter. Mein Hausarzt spielt so gerne mit. Und da geht es um die Botschaft Hoffnung. Der Film heißt Husky Tony, go ahead. Go ahead heißt geradeaus. Das Kommando sage ich immer wieder zu meinen Hunden. Und es gibt nur die Richtung, geradeaus. Und da erhoffen wir, dass viele, viele Leute ins Kino gehen, der Film anschauen. Und die Leute, die Hoffnung brauchen, Hoffnung kriegen. Wann kann man denn mit dem Filmstart rechnen? Ja, der Filmstart wird sie Ende 2024, also Herbst, Spätherbst 2024. Weil Uli, der Regisseur, möchte in die Filmfestivals hineingehen und die sind dann Ende Jänner, Februar, März. Und ein Film, der so viel Gefühl hat, wo auch zum Teil im Winter spielt, da tut man nicht im Sommer senden, sondern in der Zeit, wo der Mensch offen ist. Leider sind viele nur Zwienächte offen und warmherzig, das sollte man das ganze Jahr sein. Und dort bringt der Film am meisten, dass er zu den Leuten kommt. Sie haben schon erwähnt, dass Sie ein bewegtes Leben
hinter sich haben und hoffentlich ein ruhiges Leben noch vor sich haben. Ja. Was sind denn so auch einschneidende Erlebnisse abseits der Erkrankung, die wir auch im Film sehen können, mhm. die Sie aber auch eben bewegt haben und eben Sie zu dem Menschen gemacht haben, der Sie heute sind? Oh, da reicht jetzt nicht gerne aus, was mir davon. Aber ein paar Punkte sind ja, die Krankheit mit 6 Jahren, die Leukämie, die ich hatte. Die Schwester von mir hat mir den Knochenmark gespendet. Das nächste einschneidende Erlebnis, das habe ich natürlich überlebt. Und meine Schwester ist leider höher vor 30 Jahren gestorben. Hat 3 kleine Kinder hinterlassen. Die habe ich den auch noch geholfen, mit aufzuhören mit meiner Mama. Das sind also Erlebnisse. Und dann habe ich vor 4 Jahren wieder Krebs gekriegt. Man weiß es nicht, von was es kommt. Und da kommst halt immer wieder, wenn du solche Sachen erfährst, kommst du zum Nachdenken, was wichtig ist im Leben. Wichtig im Leben ist, wie ich schon erwähnt habe, am Anfang das Leben leben. Das ist ganz wichtig. Und nicht immer nur am Geld und an Sachen hinterher erinnern, wo am Ende vom Leben keine Bedeutung haben. Und das ist, ja, das wahrscheinlich auch, warum dass ich heute so bin, wie ich bin, warum dass wir den Kindertraum haben und warum dass ich in die Richtung gehen will. Vielleicht abschließend noch, Sie sind nun der 54. Rus-Preisträger. Welche Wünsche haben Sie denn noch an die Zukunft? Meine Wünsche an die Zukunft, ja, die sind sehr groß. Ich wünsche mir, dass jeder Mensch auf dieser Welt bewusst und gut lebt. Haski Toni, Anton Kuttner, herzlichen Dank für den Besuch im Studio und vor allem herzliche Gratulation zur Auszeichnung. Vielen Dank. Und das war es heute mit Vorarlberg Live. Morgen sind wir, wenn Sie mögen, wieder für Sie da ab 17 Uhr auf VNRT, Vollert und Ländle TV. Bis dahin nutzen wir vielleicht die Zeit, um ein wenig in uns zu gehen und uns zu überlegen, wie und wo wir uns am besten engagieren könnten und dem Beispiel von Haski Toni zumindest in kleinen Ansätzen folgen könnten. Wichtig ist auch, bleiben Sie gesund und machen Sie es gut. Weil notäre Urkunden vor Gericht und Behörden eine besondere Beweiskraft zukommt, dienen sie ihrer Rechtssicherheit und dem Konsumentenschutz in verschiedenen Rechtsangelegenheiten, wie beispielsweise bei Immobilienkäufen, bei Unternehmensgründungen oder auch bei Testamenten. Die NotarInnen stellen dabei die Echtheit, Beweiskraft und die Verwahrung von Urkunden sicher. Notäre Urkunden können außerdem genauso vollstreckbar gemacht werden wie rechtskräftige Gerichtsurteile.